Vergnügt schwimmt ein Seehund in der Vechte. Bilder, die 20 Jahre alt sind und den Nordhorner Seehund Hannes im September 2004 berühmt machen. Immer wieder taucht Hannes im Fluss zwischen Nordhorn und Zwolle in den Niederlanden auf und vor allem ab. Oh, der war echt pfiffig. Erinnert sich Johanna Haaland. Seehund Hannes ist eigentlich hier zu Hause, im Tierpark in Nordhorn. Dort bricht er dann aber kurz nach seiner Geburt aus und findet irgendwie den Weg in die Vechte. Hier ist der Fluchtweg gewesen, praktisch dahinter über dem Felsen, da gab es diese Abtrennung, noch nicht diese Gitter. Und ist dann da runter und dann hier durch das Beet und ab dafür weg war er. Abgetaucht im Vechtewasser. Am 30. August 2004 wird das Fehlen von Hannes im Tierpark bemerkt. Johanna Haaland bekommt darüber schnell eine Info, denn der kleine Seehund ist das Patentier ihres Sohnes Johannes. Wir sind dann auch direkt losgegangen und haben ihn dann abends noch hier entdeckt im Dunkeln und dann ging ja das Abenteuer erst richtig los. Originalaufnahmen, die die Nordhornerin gemacht hat. Hannes schwimmt bis in die Niederlande. Das hätte zunächst niemand für möglich gehalten. Wie er die Leute auch veräppelt hat, er hat sie wohl irgendwie veräppelt. Fortan begleiten Johanna und ihr 10-jähriger Sohn die spektakulären Einfangversuche. Alle am Basteln, alle machten irgendwelche Netze oder mit Booten waren die ja alle am Gange, hier hinten Richtung Neuenhaus zum Beispiel auch. Und man guckte zur Seite ja und dann schwamm er da, Kopf kam raus, guckte sich das Ganze an. Hannes ist clever, das merken alle, die ihn in der Vechte erleben, ziemlich schnell. Der hat es irgendwie geschafft, teilweise vorbei an Tauchern. Das war auch so eine schöne Szene. Der hatte ihn fast. Also so ein Stück weit weg noch und dann zack, war er wieder verloren, wieder weg. Tag für Tag geht das so. Am 2. September 2004 schwimmt Hannes dann in Laa über die Grenze. Fortan beteiligen sich auch Niederländer an den Fangaktionen. Aber die wollen Hannes nicht mehr nach Nordhorn geben, falls sie ihn bekommen. Das wird schnell deutlich. Die haben gesagt, die kommen nur dahin und helfen, wenn sie den hinterher auch mitnehmen. Von da aus her war jetzt die Frage, wer fängt ihn ein Stück als Erster? Am 3. September geht Hannes niederländischen Tierschützern dann bei Zwolle ins Netz. Hannes, kijk, prachtig! Johanna Haaland, ihr Sohn und Tierparktierärztin Heike Weber, hier mit dem Kescher in der Hand, erleben das hautnah mit. Das war nicht so schön, weil unsere Leute aus dem Tierpark, die waren ja auch andauernd immer dabei und waren auch in der Situation dabei, als er gefangen werden sollte. Die anderen waren eben halt schneller. Immerhin, Johannes kann sich noch von Hannes verabschieden. In einem Korb wird der neugierige Nordhorner Ausbrecher in eine Auffangstation für Seehunde nach Pieterbüren gebracht. Dort ist er erstmal in Quarantäne. Johanna und ihr Sohn besuchen Hannes auch hier. Es sind die letzten Bilder von Hannes, denn später wird er angeblich entführt, heißt es von den Niederländern. Anstatt zurück in den Tierpark zu kommen, wurde Hannes zur Nordsee gebracht. Dort könnte er auch nach 20 Jahren noch leben. Und mit dieser Situation kann auch Johanna Haaland gut leben. Wer sich so anstrengt, darf auch in die Freiheit. Doch, es ist auch okay und wir haben alle gesagt, es ist in Ordnung, wenn es ihm gut geht. Dann hoffentlich hat er ein langes Leben und zeugt viele Nachfahren. Immerhin, im Tierpark ist Hannes allgegenwärtig. Die Nordhorner haben ihm ein Denkmal gesetzt.